Guten Morgen. Das sag ich. 23 steht heute an. Heute schaut es noch besser aus als das letzte Mal. Wir haben zwar immer noch Wolken, aber vielleicht kommt die eine oder andere Sonne durch. Ja, wir bessern uns. Es wird ein Ticken wärmer. Ich habe schon die Jacken zumindest hinten drauf gebunden. Dabei ist es auf alle Fälle noch. Genau. Von der Tiersee, von der Landstraße, gehen wir jetzt aufs Dreinsjoch. Es ist eine recht kurze Tour mit knapp 10 Kilometer, aber doch mit deutlich Höhenmeter. Schauen wir mal, wie schön es wird und vor allem, wie es wieder heute. Forststraße haben wir jetzt verlassen. Also rein nach dem Plan war der Weg jetzt weitergegangen, weil natürlich auf der Forststraße der Aufstieg ein bisschen, zumindest dass man ins Tempo kommt, ein bisschen angenehmer ist. Aber für mich darf es ein bisschen. Oder wenn es auch für euch spannender ist, dann nimmt es den Pfad, der dann links abzweigt. Das ist dann tatsächlich eben ein Wegerl. Über Wurzel, ein bisschen Storner. Gestern mal einen Hang auf. Und dafür haben wir aber einen deutlich höheren Anstieg. Das merkt man da schon. Unten ist nun die Forststraße. Und da geht es jetzt den Weg weiter auf. Genau. Hoppala. Aufs 30 auch weiter. Los kann man sagen, vom Reihandl, von den Almenparkplatz. Direkt an der Tiersee erst Landstraße. Genau, erstmal auf die Mariandelalm oder Richtung Mariandelalm weiter und dann aufs Dreinsjoch. Genau. Man sieht hinter uns wunderschön auf die Westseiten. Da ist das hintere Sonnenwendjoch. Zumindest von der Nordseite liegt noch brutal viel Schnee, aber wie man sieht, Südseite, Westseite, wir gehen ja Westseiten jetzt aufs Dreinsjoch auf, da ist schon eigentlich alles weg. Also da drückt da schon langsam der Frühling durch. Man hat es, glaube ich, auch schon gesehen, die einen anderen kleinen Blumen, Wildblumen, kommen schon durch. Genau. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht man das Trockenbachalm. Da schaut es ein bisschen durch. Genau. Weil da oben werden wir schon ein bisschen Schneeberührung haben. Aber wir steigen relativ gut von der West-Südwest-Seite auf. Genau, deswegen steigen wir mal. Sieht man es auch schon wunderschön, ganz oben, die Mariandelalm. Die ist tatsächlich, die müsste jetzt eigentlich auch bewirtet sein, durchgehend. Also wenn man jetzt tatsächlich den Proviant unten lassen hat oder vergessen hat, dann ist es ganz praktisch, wenn man dann doch eigentlich direkt auf dem Weg, ich werde es da noch sehen, direkt eigentlich vorbeikommt. Das ist immer ganz erholsam. We'll be right back.
Wir sind mal an der Abzweigung zwischen dem Nesseltal und hinter uns, wo wir aufgestiegen sind, das Trockmachtal mit den Eimer und der Marianne-Alm. Ja, jetzt sind wir von den Höhenmeter auch bei der Halbzeit. Wir sind recht gut vorangekommen. Hier oben sieht man es auch wunderschön mit den hängenden Hänge. Also ich glaube im Winter, nur vor ein paar Wochen, wo es dann noch Schnee gehabt hat, ist das sicherlich auch total schöner Aufstieg. Kann recht viel Schnee sein, weil man sieht es, man merkt es auch. Es ist hier sehr windgeschützt. Also es weht zwar immer mal wieder ein bisschen kalte Brisen durch, aber ansonsten ist eigentlich ganz angenehm. Ja, ist jetzt auf einem wunderschönen Grenzstuhl, der ist ziemlich groß. Da kann man sich endlich mal draufsetzen. Auf die normalen Grenzstuhl, da kippt man nicht. Zumindest nur mit einer Pobacke drauf. Der ist recht groß, deswegen fällt er recht gut auf. Da hinten sieht man weiteren. Wir befinden uns genau auf der Grenze zwischen Bayern und Tirol. Und meines Wissens nach kommen wir da an der Bahn. Ja, sind sehr auffällig und schön. Man sieht, das Ding liegt tatsächlich wunderschön versteckt. Und dann doch steigt es, wenn man es dann entdeckt hat, recht imposant, zumindest von der Nordseite, schön auf. Das dreht sich auch. Da gehen wir auf. Weiter geht's.
So, am Abstieg und sind auch schon ein paar Leute entgegengekommen. Also es ist schon wieder, man merkt, es ist Frühling. Die Leute kommen wieder auf die Idee, jetzt auf die Berg zu gehen. Ist ja auch schön. Jetzt am Südabstieg merkt man, dass es schon sehr warm wird. Der Schnee ist noch recht gut vorhanden, so 50 cm hätte ich gesagt. Sinkt man schon stellenweise gut ein, muss man vorsichtig sein. Muss man den Weg gut einschätzen können, wo man vielleicht einsinkt, damit man sich das sparen kann. Die nächsten zwei Wochen wird es natürlich nochmal richtig interessant, wenn man die Wege jetzt geht über die Südhänge, weil einfach ja, der Schnee sehr, sehr hoch ist. Man sieht es an jeder Stelle. Überall letztendlich schwindet er schon, wo es warm ist, wo Bäume sind. Deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Oder die Gamaschen nutzen, das ist natürlich auch eine Option. Dass man ein bisschen vor der Nässe geschützt ist. Da unten sieht man wunderschön den Tiersee. Toller Ausblick. Macht sich bewährt heute, dass wir gegangen sind. Ausblick ist immer halt auch nur was Besonderes. Genau. Jetzt schauen wir weiter über die Mariandelalm wieder runter. Ein bisschen andere Route. Eher über den Südwesthang. Nicht über die Westseiten. Genau. Und dann gehen wir den gleichen Weg quasi wieder zurück. Wir sind da am Trockenbach. Nach der Schneeschmelze sieht man natürlich, dass der nicht so trocken ist. Genau. So, kurz vom Parkplatz. Wir haben die Forststraße schon wieder erreicht. Sind jetzt schon mal, ja, 10 Minuten davor vom Auto. Resümee, ein wunderschöner Berg, eine schöne Tour. Ist für jeden was dabei. Entweder man mag die Weidenpfade quasi über die Hänge, über die Eimer. Dann kann man den Abstieg, den ich jetzt gemacht habe, als Aufstieg nutzen und eben auch, wenn der Schnee weg ist, eigentlich wunderschön aufsteigen. Wenn man es sportlicher mag, wie gesagt, dann nimmt man den Weg, wie es ich gemacht habe mit dem Aufstieg. Dann muss man ein bisschen kraxeln, nicht zu viel, aber ein bisschen. Also ein bisschen kommt hinten ins Spiel. Mit genügend Zeit ist auf jeden Fall gut meisterbar. Wir sind jetzt vier, ja, wir laufen jetzt auf die drei Viertelstunden zu. So wird es ja sein. Wir waren schon sehr schnell unterwegs. Kann man auch entspannter machen, man kann auch wunderschön einkehren in den Mariandelalm. Hat schon gut rübergerochen, war schon sehr, sehr schwierig da vorbeizugehen. Kann man auf jeden Fall einen schönen Nachmittag und Abend auch dort genießen. Da scheint wunderbar die Sonne ein. Ich glaube gerade ja, so im Frühjahr entsprechend ist da wahnsinnig schön auch oben
in der Blütenzeit. Von dem her, ich bin mal gespannt, wie es da in 2 Wochen ausschaut. Kann ich mir gut vorstellen, dass da wunderschöne Blüten sind auf der Wiese. Von dem her ist es sehr lohnenswert, die Tour. Genau. Wir gehen jetzt so die paar Minuten runter, packen zusammen und fahren dann wieder heim. Danke fürs Interesse. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder oder ihr schaut bald wieder zu. Genau, bis zum nächsten Mal. Servus.